Das magische Prüfungsbuch kommt abermals nicht zum Einsatz, denn wir sind immer noch im Feld der affektiven Störungen. Und heute ein weiterer Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich wir sind bei der Manie angekommen. Also, alle schnallen sich wieder an, 5 intensive Minuten mit der Manie. Und die Zeit läuft. Die Manie, das altgriechische Mania, bedeutet Raserei oder Wut, ist eine affektive Störung, die meist phasenweise verläuft. Antrieb und Stimmung bewegen sich hierbei weit über dem Normalniveau und der jeweiligen Situation meist nicht angemessen. Weitere Kennzeichen sind eine Antriebssteigerung, ein beschleunigtes Denken, ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein im Sinne einer massiven Selbstüberschätzung und eine Vielgeschäftigkeit. Nicht wenige Betroffene empfinden dies als positive Steigerung ihres Lebensgefühls. So möchte der manische Mensch, anders als der Depressive, von seinem Zustand abnormer Heiterkeit und leider allzu oft auch Gereiztheit oft gar nicht befreit werden. Ein subjektives Krankheitsgefühl oder eine Krankheitseinsicht fehlen meist. Manische Symptome treten überwiegend auf im Rahmen einer bipolaren Störung oder einer schizoaffektiven Erkrankung. Reine, das heißt solitäre Manien sind sehr selten. Da manische Syndrome aber auch im Gefolge neurologischer Schäden oder internistischer Krankheitsbilder in Erscheinung treten können, bedarf es auch einer körperlichen Abklärung. Etiologisch wird die Manie als eine multifaktoriell bedingte Störung angesehen, wobei der genetische Anteil sehr hoch eingestuft wird. Neurobiologische Funktionsstörungen und Transmitterverschiebungen sind die Folge. In der späten Adoleszenz ist die Gefahr des Auftretens einer manischen Episode am größten. Es werden 3 schwere Grade unterschieden. Hypomanie, Manie ohne psychotische Symptome, Manie mit psychotischen Symptomen. Klinisch auffällig ist eine grundlose Heiterkeit, eine pathologisch gehobene, übermütig anmutende und dabei zum Teil ansteckend wirkende Stimmungslage, Selbstüberschätzung und Fehlen von jeglichem Risikobewusstsein eingeschlossen. Typologisch lassen sich heiter-fröhliche oder mehr gereizt zornmütige oder gar erregt tobsüchtige Formen unterscheiden. Ein weiteres Kennzeichen, die Größenideen. Psychoanalytisch gesprochen erscheint der manische Mensch gänzlich von seinem Über-Ich befreit. Das Über-Ich hier verstanden als normgebende, als kontrollierende und mäßigende neuropsychische Einheit. Typisch für die Manie ist ferner eine formale Denkstörung, die als Ideenflucht bezeichnet wird. Die Betroffenen kommen ständig vom Hundertsten ins Tausendste. Bei beschleunigtem Redefluss, wie bei mir gerade, kommt es dauernd zu wechselnden Denkzielen und einer erhöhten Ablenkbarkeit. Jeder Gedanke wird ungefiltert kommuniziert. Die sozialen Verwerfungen sind entsprechend groß. Ein gesteigerter Bewegungsdrang begleitet den Rededrang, der auch Logorrhoe genannt wird. Es kann zu unsinnigem Geld ausgeben, unerfüllbaren Verpflichtungen, zum Teil gefährlichen Entgleisungen jeglicher Art kommen. Ein Gefühl von grenzenloser Leistungsfähigkeit, um nicht zu sagen Omnipotenz, verhindert jedes Abwägen, jede Vorsicht. Das Schlafbedürfnis ist vermindert, die Libido ist gesteigert und die Wahrnehmung ist intensiviert. Über 2/3 aller Patienten zeigen psychotische Symptome wie Wahn, Gedanken und Halluzinationen, die sich aber in der Regel aus dem allgemein expansiven Erleben ableiten lassen. Bestehen diese Symptome langdauernd in Kombination mit schizophrenie-typischen Merkmalen, dann wird auch von einer schizoaffektiven Psychose gesprochen. Im Rahmen einer Hypomanie treten die gleichen Symptome auf wie bei der Manie, allerdings wesentlich schwächer ausgeprägt. Ein Übergang in eine ausgeprägte Manie ist sehr wohl möglich. Betroffene fühlen sich nicht krank. Der Hinweis auf ihre Stimmungslage kann zu Aggressivität und beharrlicher Verleugnung führen. Besonders wenn jemand vorher unter einer depressiven Phase gelitten hat, kann die Manie wie eine Befreiung erlebt werden. Die Manien, meist im Rahmen episodenhafter bipolarer Störungen auftretend,
sollten jeweils eine Akutbehandlung erhalten, der sich aber eine Rezidivprophylaxe anschließen sollte. So steht die pharmakologische Therapie im Vordergrund, wird aber von psycho- und sozialtherapeutischen Maßnahmen ergänzt. Bei fehlender Krankheitseinsicht haben wir es mit einem therapeutisch wie ethisch anspruchsvollen Unterfangen zu tun. Medikamentös wird eine Monotherapie angestrebt. Übrigens, ganz nebenbei an dieser Stelle, Menschen in manischen Zuständen können sich an keine Begrenzung halten. Und um ihnen das einfach plastisch vorzuführen, werde auch ich mich jetzt an die zeitliche Begrenzung nicht halten. Also von daher, weiter geht's. Lithium ist ein bewährtes Medikament für die Akutbehandlung der Manie und zeigt zusätzlich eine antidepressive und phasenprophylaktische Wirkung. Darüber hinaus besitzt Lithium einen suizidprotektiven Effekt. Die Wirkung von Lithium ist besonders bei reinen Manien belegt. Bei Zuständen von Gereiztheit und ausgeprägten Stimmungsschwankungen kommen auch andere Stimmungsstabilisierer zum Einsatz. Hier sind vor allem atypische Antipsychotika zu nennen. Für Olanzapin und Quetiapin konnte zudem eine phasenprophylaktische Wirkung nachgewiesen werden. Leider geht ihre Einnahme zum Teil mit starker Gewichtszunahme einher. Empfohlene Kombinationsbehandlungen werden neben mir angezeigt. Sie finden nur Einsatz, wenn die Monotherapie nicht ausreichend wirksam war, da eine Kombinationstherapie mit einem höheren Risiko unerwünschter Nebenwirkungen einhergeht. Alles Wichtige ist gesagt.